Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Ifilia und wir spielen DSA Satinavs Ketten. Und ich habe das Gefühl, dass sich das Spiel dem Ende neigt. Ich habe keine Ahnung, wie lange es noch dauern wird. Vielleicht dauert es noch einen Moment, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall sind wir ja hier in dieser Traumwelt, wo wir Scherben oder Scheiben nennen. Was müssen wir sammeln? Scherben? Stücke? Keine Ahnung. Sachen sammeln, die uns an unseren Traum erinnern. Zum Beispiel die böse Stimme von dem Seher, eine schwarze Rabenfeder, die irgendwie runtergefallen ist, das Feuer, in dem der Seher verbrannt worden ist und das Artefakt, was er in der Hand hatte. Und vorher die Menschenmenge, die sich wie ein Vorhang zur Seite bewegt hat, als er darauf zugegangen ist. Und somit haben wir den Traum vervollständigt. Du bist es. Du bringst das Ende. Corvus! Wie fühlst du dich, Jüngling? Was hast du erfahren? Es geht mir gut. Diese Prophezeiung. Das ganze Gerede, dass ich Unheil bringe. Daran war dieser verdammte Rabe schuld. Ich sehe, du hast etwas Wichtiges erkannt, Jüngling. Ja, aber jetzt muss ich Nuri retten. Ich weiß nun, wie ich herausfinden kann, ob die Prophezeiung stimmt oder nicht. In der Tat. Du kennst die Quelle deines Unglücks und bist frei, dich ihr zu stellen. Das Tor wird deine Absichten nicht mehr hinterfragen. Hab Dank. Leb wohl, Feenfreund. Aber wussten wir nicht vorher schon, dass dieser Seher quasi das prophezeit hat? Und okay, dass der Rabe der Seher ist, haben wir ja auch herausgefunden. Und hat er sich in die Krähe oder in den Raben verwandelt, als diese Rabenfeder in dieses Artefakt, also in diesen Ring reingegangen ist? Heißt das, wenn man etwas in diesen Ring reintut, kann man sich da rein verwandeln? Oder war das einfach nur Zufall, dass sich diese Feder jetzt da in den Ring reingelegt hatte? Keine Ahnung. Wir gehen durch das Feentor und werden mal sehen, was uns dort erwartet. Sandorin, Amorindal, Amil, Amis. Du darfst gehen, Nachtar. Den Göttern sei Dank. Wie gütig. Als Geron in seine Heimat zurückkehrte, war dort ein ganzer Mond verstrichen. Er war zu spät gekommen. Ein Fieberwahn hatte das Land befallen. Die Boten des Seers überbrachten finstere Träume. Träume vom Untergang. Der Seher hatte sich sein eigenes Prophetenreich erschaffen. Ein verzweifeltes Reich. Ein Reich der Angst. Wo?
Nuris Versteck. Ich bin wieder zurück. Aber wieso schneit es? Es kann doch nicht einmal Anfang Boron sein. Nuri! Eisiger Empfang. Okay. Nuri ist nicht da. Wir müssen aber hier raus und wir müssen Nuri finden und wir müssen den Seher finden. Können wir nochmal zurück? Ich habe es geschafft. Ich bin entkommen. Wir können nicht nochmal zurück. Wir haben einen Eiszapfen, eine Dornenhecke, die wir doch durchtrennen müssen irgendwie. Was haben wir denn dabei? Ein Messer. Vielleicht können wir die zerschneiden. Nuri wird es verzeihen. Ja. So. Wir haben eine gefrorene Pflanze. Können wir die mitnehmen? Eine Araune hat überdauert. Was waren nochmal Araunen? Waren das nicht die, die so laut schreien? Ich weiß es nicht. Und ein Eiszapfen, den wir auch mal mitnehmen. Hier ist es so kalt, hier wird es bestimmt nicht schmelzen. Gut, haben wir sonst noch was? Die anderen Araunen. Verrottet und erfroren. Oh, die kann man nicht einmal mehr Schweinen vorwerfen. Das ist traurig. Okay. Dann hält uns hier nichts mehr, dann gehen wir mal raus. Alles gefroren, alles tot. Eine Flechte. Können wir die mitnehmen? Fest verwachsen. Vielleicht mit dem Messer? Ah ja. Ist die Flechte wichtig? Okay, die Flechte ist offensichtlich wichtig. Wir können, ja, hier lang. Wir müssen ja dann nach, wie heißt die? Andergast oder so? Zurück. Oh, hey. Zornbold. Den haben wir ja schon lange nicht mehr gesehen. Und ein Eichenzweig, den nehmen wir mal mit. Der hat wohl den Wintereinbruch verschlafen. Jetzt hast du ihn zerstört. Okay. Wir reden mal mit Ritter Zornbold. Ritter Zornbold? Was? Wer? Erinnert ihr euch nicht mehr an mich? Der Hof im Taschgebirge. Im letzten Herbst. Ach ja, der Bauernjunge mit dem schönen Mädchen. Ach, so schnell vergeht die Zeit. Sag, was ist aus dem Mädchen geworden? Sie ist versklavt worden und wird tödlich enden oder so. Nuri ist entführt worden. Und sie hat uns verlassen, aber sie ist entführt worden. Der Seher hat sie entführt. Der Seher? Dann ist sie verloren. Ich werde sie retten. Wach auf, Junge. Sie ist bestimmt längst hinüber. Nein, er braucht sie lebend. Niemand weiß, wo der Seher seine Macht konzentriert. Und jeder, der ihn wirklich aufspürt, ist des Todes. Glaub mir, ich weiß, wovon ich spreche. Was machst du eigentlich hier? Warum sitzt ihr hier allein vor der Stadt? Ich bin an meiner Queste gescheitert. Ich habe den König und mein Land enttäuscht. Ich war auf der Suche nach dem Seher. Er ist zurück und schickt seine finsteren Krähen über das Land. Der Wahnsinn erfasst uns alle. Okay. Erzähl mir was über den Seher. Habt ihr den Seher aufgespürt? Nein, aber ich war ihm nahe wie kaum jemand zuvor. Je weiter ich ritt, desto öfter wurde ich von unheimlichen Kreaturen beobachtet. Ihre seelenlosen Blicke brannten in meinem Rücken und sogen mir das Leben aus den Knochen. Geschwächt verließ ich schließlich meinen Pfad, um sie in der Dunkelheit zu konfrontieren. Doch sie kämpften mit widernatürlicher Kraft. Ich entkam ihnen nur mit Not. Sie wollten mich möglichst weit vom Versteck ihres Meisters fernhalten. Ich bin mir sicher. Ja, die Viecher haben wir auch schon kennengelernt. Was ist aus Andergast geworden? Was ist mit Andergast geschehen? Das Unheil brach über uns herein. Krähenschwärme verwüsten das Land, bis nur noch tote Erde zurückbleibt. Sind es noch mehr geworden als im Herbst? Ganze Krähenstürme! Jede Nacht werden es mehr. Das heißt, sie bringen diese schlimmen Albträume. Selbst in ihren Häusern sind die Leute nicht mehr sicher. Wir sind Vogelfänger. Wir werden die alle wieder fangen und auch den Vogelmann fangen. Was ist aus König Effadan geschehen? Was unternimmt der König gegen die Bedrohung? Als er erfuhr, wer hinter der Krähenplage steckt, sandte er die tapfersten Ritter und vielerlei Soldvolk aus, um den Seher ausfindig zu machen und zur Strecke zu bringen. Doch keiner kehrte siegreich von seiner Queste zurück, wenn er überhaupt zurückkehrte. Und nun bin auch ich gescheitert. Wo ist der König? Er hat sich in der Burg verschanzt. Es scheint, dass der Seher sein unheilvolles Werk nach 13 Jahren nun doch noch vollendet.
Okay, und was für Kreaturen? Erzähl mir was über Kreaturen. Ich habe keine Ahnung, was für Kreaturen. Erzählt mir von den Kreaturen, die euch zurückgeschlagen haben. Ach, die. Seelenlose Geschöpfe. Kalt, unnachgiebig und endgültig wie Boron selbst. Ich will nicht mehr daran denken. Sie waren nicht von dieser Welt. Okay, das war's. Mehr muss ich dazu nicht hören. Ich habe den Feenforscher gefunden. Wisst ihr, ob ein Feenforscher Andergast erreicht hat? Ein auffälliger Kerl namens Giacomo Nauta. Nie gehört. Frag lieber mal in der Magierakademie. Die kennen sich mit sowas besser aus. Lassen wir uns jetzt vielleicht rein? Okay. Ritter Zombos Scheitern. Erzähl mir von deinem Scheitern. Ihr sitzt hier, weil ihr an der Aufgabe gescheitert seid? Ich wage nicht, unverrichteter Dinge zurückzukehren. Ob ich nun Bericht erstatte oder nicht. Unser aller Ende ist doch nicht mehr aufzuhalten. Zu verharren und aufzugeben hilft genauso wenig. Lass mich. Ich habe versagt. Ich hätte nicht gedacht, dass es so viel schwerer ist, diese Last zu tragen, als mein Leben für das Land zu geben. Ja, hättest du dich mal besser umbringen lassen. Märtyrertod ist doch manchmal besser. Okay, hier haben wir nichts. Wir haben nur den Ort, den Weg nach Andergast vor uns. Und da gehen wir jetzt auch mal hin. Oh, den kennen wir doch. Eugiert. Haben wir sonst noch irgendetwas? Nur viele Orte, wo wir hingehen können. Ein Tonkrug? Können wir den wieder kaputt machen? Wir reden mal mit Eugiert. Eugiert, was machst du da mit der Heugabel? Geht weg! Lasst mich in Frieden, Albträume! Beruhige dich, ich bin es, Geron. Geron? Ausgerechnet du, kurz vor dem Ende? Er wird das Ende bringen. Was ist passiert? Was hast du nur? Was ist mit Ulfried passiert? Er ist tot. Ich habe ihn mit der Forke niedergestochen. Was? Warum ist er tot? Warum hast du ihn umgebracht? Warum hast du Ulfried umgebracht? Ja. Du gibst mir die Schuld, nicht wahr? Ich bin schuld. Ich höre sie rufen. Mörder! Mörder! Da ist nichts, Eugiert. Hör doch. Warum hast du das getan? Ich hatte diese Träume, dass ich seinetwegen verrecken muss. Seinetwegen. Da glotzte er mich immer an. Mit seinen gierigen Schweinsaugen. Grunzte, er hätte Hunger. Immer wieder. Ich hab Hunger. Ich wusste. Er frisst mich mit Haut und Haaren. Er frisst mich, wenn ich ihm die Forke nicht durch den Kopf treibe. Die träumen also alle irgendetwas Schlimmes und träumen das so extrem, dass sie glauben, dass es wahr ist. Oder dass es wirklich wahr. Er hätte ihn vielleicht gefressen in der Zukunft. Keine Ahnung. Okay, von welchem Ende redest du da? Was meinst du mit Ende? Ich bring mich um. Ich kann nicht mehr. Rede keinen Unsinn. Die Träume, Geron. Wenn ich die Augen schließe, sehe ich seine Fratze. Im Schlaf sucht er mich heim. Ich bin ein Mörder, Geron. Und Mörder müssen sterben. Komm schon, das hat doch alles keinen Zweck. Das wird alles wieder gut. Jetzt bin ich ja da und werde die Welt retten. Du brauchst dich nicht umbringen. Lass den Unsinn, gib mir die Heugabel. Es wird sicher alles gut, glaub mir. Ausgerechnet dir soll etwas an mir liegen? Vielleicht hast du uns das alles eingebrockt. Warum sollte ich auf dich hören? Weil ich der Einzige bin, der weiß, was hier vor sich geht. Vertrau mir, alles renkt sich wieder ein. Ach ja? Ich werde die Krähen alle fangen. Ich bin doch Vogelfänger, das weißt du doch. Ich bin ein Vogelfänger. Ich werde diese Krähen unschädlich machen und dann... Diese Krähen kommen aus den Niederhöllen. Mit einem lumpigen Netz kannst du hier nichts ausrichten. Ich weiß, aber Gwynling hat ein Mittel gefunden, wie man die Vögel zurückverwandelt. Vertrau mir. Ich weiß nicht. Komm schon, gib mir die Heugabel, die brauche ich dafür. Na los, gib mir die Heugabel. Nein, die Mistforke ist mein letzter Freund. Sie wird mein Gewissen zum Schweigen bringen. Ach komm schon, du brauchst dich wirklich nicht umbringen. Lass den Unsinn, gib mir die Heugabel. Es wird sicher alles gut, glaub mir. Ausgerechnet dir soll etwas an mir liegen? Vielleicht hast du uns das alles eingebrockt. Warum sollte ich auf dich hören? Weil wir sein Vertrauen gewinnen müssen. Vertrau mir, alles renkt sich wieder ein. Ach ja? Das war bei uns doch keine Feindschaft. Wir sind doch eigentlich Freunde, oder nicht?
Ich bin nicht dein Rivale, schon lange nicht mehr. Inzwischen weiß ich nämlich, wer an all dem schuld ist. Ich habe nichts gegen dich. Andergaster halten zusammen, richtig? Ich weiß nicht. Ach komm schon. Schuld absprechen? Du hast keine Schuld an dem Tod. Das waren die Träume und die Träume machen aus allen hier Monstern. Du trägst keine Schuld an Ulfrieds Tod. Olgierd wurde verzaubert. Du warst nicht du selbst. Diese Krähen haben dich verzaubert. Verzaubert? Ja, du hättest Ulfried doch niemals etwas getan. Also muss das ein Fluch gewesen sein, der mit deinen Händen die Heugabel geführt hat. Meinst du wirklich? Ja, und jetzt gib mir die Heugabel, die ist wirklich wichtig. Na los, gib mir die Heugabel. Nein, die Mistforke ist mein letzter Freund. Sie wird mein Gewissen zum Schweigen bringen. Oh Gott, ey, das ist ja hier Labarababa. Ich hoffe, da gibt's wirklich ein richtiges Ende. Lass den Unsinn, gib mir die Heugabel. Es wird sicher alles gut, glaub mir. Ausgerechnet dir soll etwas an mir liegen? Vielleicht hast du uns das alles eingebrockt. Warum sollte ich auf dich hören? Weil ich dein Vertrauen gewinnen möchte. Vertrau mir, alles renkt sich wieder ein. Ach ja? Ich bin kein Unglücksbringer. Ich weiß ich auch nicht. Aber ich bin das nicht. Ich bin ein netter Kerl. Hast du nicht immer gesagt, dass das Unglück über Andergast kommt, wenn ich nicht verschwinde? Ja. Aber ich war verschwunden. Und sieh, was danach geschehen ist. Ja, das stimmt. Das ist logisch. Kann das nicht bedeuten, dass ich durch meine Rückkehr die Dinge wieder richten? Aber dafür musst du mir vertrauen. Meinst du wirklich? Ja. Komm, gib mir die Heugabel. Na los, gib mir die Heugabel. Vielleicht hast du recht. Ja. Also gut, nimm die Forke, wasch sie ab. Und wenn ich wieder Träume habe? Dann stell dich ihnen ohne Angst. Versuch sie zu verstehen. Sehr gut. Können wir den Tonkrug jetzt mitnehmen? Ich brauche deinen Krug, Olgierd. Nimm ihn dir. Nimm alles, was du finden kannst. Das ist mein Hobby. Okay, haben wir sonst noch irgendetwas? Nur Olgierd. Komm, wir gehen nochmal zurück in unser altes Heim. Da bin ich also wieder. Home sweet home. Was haben wir denn hier alles noch? Was haben wir denn da drin? Nadel und Faden. Und ein grünes Wams. Okay, ich nehme das einfach mal mit. Haben wir sonst noch was? Vogelmist. Nimm mal Zeit mit. Zeit auszumisten. Hier liegt noch ein Taubenei. Oh. Wir nehmen jetzt irgendwie ganz schön viel Scheiße mit. Keine Ahnung, was wir damit machen müssen, aber es scheint so, als würde das Rätsel oder das Spiel noch ein Stück länger gehen. Wenn ihr wüsstet, was ich erlebt habe. Ah, Gerons Eltern. Die waren schon tot, als diese Prophezeiung kam, oder? Okay, wir können nur noch nach oben gehen. Haben wir hier Vögel? Keine Vögel da. Die Öllampe, können wir die nehmen? Sie steht da, wo sie stehen muss. Können wir den Dreifuß mitnehmen? Der steht dort genau richtig. Müssen wir wahrscheinlich benutzen. Glasscherben. Können wir das wieder reparieren? Wir haben doch jetzt die Fähigkeit von Nuri. Können wir, sehr schön. Und den stellen wir jetzt auf den Dreifuß. Ja, wir haben nun das Rezept noch nicht, oder? Dafür müssen wir uns erstmal hier umgucken. Zum Beispiel das Herbarium angucken. Über Pflanzen. Gibt es da irgendwelche Informationen? Wenn links kleine Pflanzenkunde. Können wir uns wohl noch nicht angucken. Und was ist hier mit der Harfe? Was steht hier geschrieben? Die Schrift ist winzig. Dann nimm doch ein Vergrößerungsglas. Haben wir sowas nicht? Schade. Was haben wir denn in der Schublade? Nichts. Eine leere Schublade. Okay. Haben wir die Schublade vielleicht irgendwas? Sie ist völlig verkeilt. Können wir die Schublade rausnehmen? Okay, die andere Schublade können wir da gar nicht benutzen. Können wir die ölen oder sowas? Ich habe keine Ahnung. Können wir die reparieren? Keine Zeit für Experimente. Können wir die kaputt machen vielleicht? Vielleicht lässt sich der Boden der Schublade herausbrechen, aber nicht so. Mit dem Messer vielleicht. Yes, sehr gut. Oh, was haben wir da? Eine leere Schublade braucht keinen Boden. Aber die andere Schublade, da kommen wir jetzt dran. Oh, ein Rezept. Das Rezept. Wendlings Mittel gegen den Fluch der Krähen. Yes. Ich brauche
Eine Alraune, eine Yoruga, keine Ahnung. Zwei Unzen Trashbart, etwas, das Krähen anlockt und etwas, das Feenmagie enthält. In Klammern, vermutlich, alles zusammen wird im Glas erhitzt. Okay. Was sind denn das für Dinger da? Diese Pflanzen, von denen er da geredet hat, können wir da... Quinlings kleine Pflanzenkunde. Können wir da nicht irgendwie gucken, was das ist? Mal sehen. Ah. Trashbart ist eine graugrüne Flechte, die an verwunschenen Bäumen wächst. Die Yoruga-Wurzel hat Blätter wie Sellerie und soll vor Tollwut schützen. Alraunen. Das sind Nuris Wurzelfreunde. Okay, wir brauchen noch diese eine Pflanze, die vor Tollwut schützt. Das werden wir in der nächsten Folge finden, denn diese Folge ist schon zu Ende. Wir sehen uns. Ciao!